Hallo und herzlich willkommen zu unserem Testcheck Mobil. Da Bernd zurzeit mit Markus auf der Tokyo Game Show Däumchen dreht, sitze dieses Mal ich vor dem Mikro. Was ihr hier gerade seht, ist Crazy Taxi für die PSP. Das Spiel ist eine Umsetzung der gleichnamigen Dreamcast-Spiele. Nach wie vor heizt ihr mit einem Taxi durch die Stadt, versucht innerhalb eines Zeitlimits möglichst viele Passanten von A nach B zu transportieren und legt waghalsige Stunts hin. Im Großen und Ganzen ist die Umsetzung gut gelungen, aber leider ist etwas von dem Tempo der Vorlage auf der Strecke geblieben. Das Spielprinzip kann auch heute noch für kurze Zeit unterhalten, allerdings gibt es mittlerweile natürlich weitaus bessere Alternativen. Hier haben wir jetzt Star Wars Battlefront Renegade Squadron, ebenfalls für die PSP. Ihr habt die Wahl, ob ihr eine Kampagne spielt oder euch im Conquest-Modus in Einzelschlachten die gesamte Galaxie unter den Nagel reißt. Im Prinzip gibt es bei Battlefront von den etwas lahmen Weltraumschlachten, zwischen den Missionen mal abgesehen, nicht viel zu meckern. Ein kurzweiliges Geballer mit Star Wars Bonus und Langzeitmotivation. Allerdings fehlen im Spiel einfach die wirklich großen Momente, da sich die meisten Kämpfe doch zu ähnlich sind. Und wieder einmal spuken die Geister in Mexiko. Ghost Recon Advanced Warfighter 2 für die PSP ist eher ein Grand 1.5. Denn auf dem Handheld spielt ihr die Geschehnisse zwischen den beiden bisher erschienenen Teilen für die stationären Konsolen nach. Den Namen Taktik-Shooter verdient das Spiel eigentlich nicht mehr. Captain Scott Mitchell ist auf dem Handheld nur noch alleine unterwegs und ballert sich durch hirnlose Gegnerhorden. Obendrein sind die Missionen eintönig und das Spiel ist mit ca. 5 Stunden viel zu kurz. Alles in allem bleibt eine fade Umsetzung, die der Vorlage auf keinen Fall gerecht wird. Jetzt wird's schmutzig. Sega Rally erscheint diesen Monat nicht nur für die großen Konsolen, sondern auch für die PSP. Und diese Umsetzung ist wirklich gelungen. Das arcadige Spielgefühl ist hervorragend für den Handheld umgesetzt und muss sich nicht hinter seinen großen Kollegen verstecken. Ihr bekommt also ein unkompliziertes Rennspiel, das zwar etwas langweilig präsentiert wird, aber für lange Zeit motiviert. Auch die Grafik ist immer noch knallbunt und hübsch anzusehen. Wer also ein unterhaltsames Rallye-Spiel ohne allzu hohen Realismusanspruch sucht, kann getrost zugreifen. Dasselbe kann man sicher nicht von Dynasty Warriors DS behaupten. Zwar macht es für eine Weile durchaus Spaß, sich durch endlose Horden von hirnlosen Bitmap-Soldaten zu schnetzeln, doch hat man sich nach ein paar Schlachten satt gesehen und das Ganze verkommt zu einem uninspirierten Dauergeklicke. Die Karte, die ihr unten seht, zeigt das Gebiet, auf dem gekämpft wird und täuscht den Eindruck eines taktischen Vorgehens vor. Letztlich rennt ihr schnellstmöglich zu den feindlichen Festungen und zerstört diese, bevor der gegnerische Anführer genau dasselbe mit euren Bastionen macht. Hinzu kommt noch, dass wohl kaum jemand länger als 3 Stunden brauchen wird, bis ihr das gesamte China eingenommen und alles gesehen habt. Ihr habt ihn sicherlich schon erkannt. Sonic, der blaue Igel, rennt wieder, bis ihm die Socken qualmen. Im DS-Spiel Sonic Rush Adventure kehrt er wieder zu dem zurück, was ihn bekannt und beliebt gemacht hat. Jump'n'Run in Höchstgeschwindigkeit. Ihr fetzt also pfeilschnell durch Loopings, springt über Abgründe und weicht Gegnern aus. Wer also wieder mal mit dem quirligen Kerl losstarten will, muss sich allerdings darauf einstellen, dass oft die Übersicht flöten geht und ihr vom Spiel gezwungen werdet, einige Missionen mehrmals zu spielen. Dafür gibt es zwischendrin immer wieder einige Minispiele und Bosskämpfe, die ganz in einer schicken 3D-Grafik gehalten sind. Das letzte Spiel in diesem Testcheck ist Heroes of Mana für den DS. Die Spielwelt ist lose an das beliebte Secret of Mana für den Super Nintendo angelehnt. Ihr werdet also einige Kreaturen aus dem alten Spiel wieder treffen. Doch im Gegensatz zum Urahnen handelt es sich bei dem Titel um ein Echtzeitstrategiespiel. In jeder der Missionen fangt ihr mit einem Luftschiff, das als mobile Basis dient, und einigen Heldenfiguren an. Maximal 24 Einheiten stehen unter eurem Befehl. Die Story ist ganz nett präsentiert, doch zeigen sich bei der Bedienung einige Mängel. Die Truppen lassen sich nur sehr störrisch lenken und die Wegfindung der eigenen Spielfiguren ist schlichtweg katastrophal. Spaß macht das Ganze trotzdem, nur ist der Titel aufgrund der Steuerung sicher nicht für jeden geeignet.